Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man das IKEA Drofast Regal aufbauen und somit natürlich auch die Aufbewahrung mit den Boxen zusammenbauen und montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei der Variante mit 3 Fächern und 6 Boxen und natürlich funktioniert es bei anderen Modellen relativ ähnlich. Doch zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall alle Bauteile uns ordentlich auf den Boden legen, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Als nächstes benötigen wir mal 2 solche kleinen Bretter und insgesamt 8 solche langen Holzdübeln. Da müssen wir jetzt einfach auf jeder Seite jeweils 2 solche Dübel ganz einfach mit einem Hammer vorsichtig hineinklopfen. Vom Geräusch erkennt man relativ gut, wann die Dübel auf Anschlag drinnen sind und ich habe bewusst kein Holzleim verwendet, da ich mein Regal jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Falls du trotzdem Holzleim verwenden willst, dann einfach hier vorne jeweils so einen kleinen Tropfen drauf geben und dann hält es natürlich auch nochmal etwas stärker. Im nächsten Schritt benötigen wir auch schon eines von unseren großen mittleren Bauteilen. Die erkennt man daran, dass hier unten 2 durchgehende Löcher jeweils sind und sich hier oben einfach keine weiteren Löcher befindet und natürlich dann auch noch unseren beiden kleinen Bretter. Die haben übrigens auch immer eine saubere Seite, die wirklich schön glatt ist und eine etwas unsaubere, wo diese kleine Faltkante hier drin ist. Und die unsaubere Seite, die möchten wir auf jeden Fall mal nach innen schauend haben. Und jetzt gebe ich das Ganze mit den Holzdübeln auch schon durch mein Brett hindurch. Am leichtesten geht das übrigens, wenn man wirklich schaut, dass man dieses kleine Brett etwas hoch und runter wackelt und somit Schritt für Schritt an unser Brett hier hinten herankommt. Dasselbe Spiel mache ich natürlich hier hinten auch noch. Das zweite große mittlere Bauteil können wir dann auch schon auf der anderen Seite mal durch unsere Dübel hindurchgeben. Im nächsten Schritt kippe ich es um 90 Grad mal um und kann auf der Unterseite jetzt jeweils 4 Holzdübel hineinklopfen. Danach lege ich mir meinen Deckel verkehrt herum auf den Boden, den erkennt man an diesen 4 relativ großen Löchern. Und da müssen jetzt natürlich auch die Holzdübel, die wir gerade hineingeklopft haben, auch ordentlich hineingebracht werden. Sobald das passt, müssen wir unsere restlichen 4 kleinen Bretter einmal in die 2 herausstehenden Dübel hineingeben. Dabei natürlich wieder darauf achten, dass die unschöne Seite auf jeden Fall nach innen zeigt. Und wir klopfen 4 weitere kleine Holzdübel hier oben in unser Bauteil ganz einfach hinein. Nun unseren Boden so aufsetzen, dass natürlich auch hier die Holzdübel genau in die entsprechenden Löcher hineingehen. 4 weitere Holzdübel von oben hineinklopfen. Vier lange Schrauben von oben in das Regal hineinschrauben, entweder mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel oder wenn du es schneller machen möchtest, dann einfach mit einem Akkuschrauber. Hierfür natürlich den passenden Imbus bit hier vorne verwenden und ich benutze relativ gerne die Drehmomentstufe 5. Dann sind meine Schrauben alle gleich fest angezogen und das Drehmoment ist für den Möbelaufbau wirklich super geeignet. Im nächsten Schritt die 2 langen Holzbretter mit der unschönen Seite einmal auch wieder nach innen ganz einfach hinein drücken. Und wir können von außen insgesamt 12 Holzdübel mal noch in das Regal hineinschlagen. 4 Stück hier oben und 8 Stück hier unten. Wenn auch das passt, können wir unser erstes Seitenteil auch schon an unser Regal dranbringen. Das ist einfach jetzt eine Fummelarbeit, da natürlich jeder Holzdübel auch in die entsprechende Bohrung hineinpassen muss. Damit sich da auch nichts mehr lockert, müssen wir jetzt halt insgesamt 6 solche langen Schrauben einmal wieder in die Seite hineindrehen. Und wir machen dasselbe Spiel natürlich auf der anderen Seite genauso. Das Regal ist schon fast zusammengebaut, deswegen ich auch mal mit gutem Gewissen dieses richtig rum hindrehen kann. Und wir können alle unsere Kunststoffschienen auch schon mit Regal befestigen. Hierbei eigentlich nur darauf achten, dass die etwas kürzere Seite nach oben schaut, die längere nach unten. Und natürlich müssen diese Plastiknasen auch in die entsprechenden Bohrungen hier hinten hineinpassen. Bedeutet, ich werde das Ganze einfach mal jetzt mit ordentlich Kraft natürlich hinein
drücken und ganz am Ende gehe ich noch durch und schaue, dass ich einfach diese kleinen Schrauben überall hier in der Mitte mit meinem Akkuschrauber fixiere. Damit dir deine Finger am Ende vom Einklipsen nicht wehtun, am besten hier vorne einfach mal dagegen halten und mit dem Handballen reindrücken. Genauso können wir es auf der Rückseite hier hinten nämlich auch machen. Und das Ganze, was in der Mitte noch wegsteht, da können wir einfach mit der Hand einmal draufhauen und schon ist die Schiene nämlich auch drinnen. Bei mir schaut alles super aus, weswegen ich von vorne auch schon mal meine Boxen ganz einfach hineinschieben kann. Und bei größeren Varianten würde ich aber auf jeden Fall noch schauen, nicht, dass die Box etwas rausgeht und das Regal relativ leicht nach vorne überkippen kann. Dann sollten wir natürlich unser Drohfassregal auch an der Wand irgendwie befestigen. Doch in meinem Fall ist es nicht notwendig, weswegen wir so ein Regal jetzt auch schon richtig aufgebaut haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen Akkuschrauber, ein Drohfassregal oder natürlich auch solche Boxen in verschiedensten Größen und Farben zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.